Grüßt euch, wir machen heute eine kleine Schneeschuhwanderung hier in den erzgebirgischen Winterwäldern. Und wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann bleibt jetzt einfach dran, viel Spaß. So, von hier hinten sind wir jetzt gekommen. Wir dachten erst, der Weg ist ja mit Stacheldraht gesperrt. Hätte uns aber gewundert hier mitten im Wald. Und da hat sich herausgestellt, dass das hier Überbleibsel vom Bergbau sind, der hier betrieben wurde in der Gegend überall. Und da ist das wahrscheinlich hier eingestürzt. Und damit man hier ein bisschen Abstand hält, haben sie hier den Stacheldraht drumherum gebaut. So, frisch gestärkt geht es jetzt weiter. Haben jetzt gut warm gegessen und getrunken, kurze Pause gemacht und mal sehen, was wir jetzt noch so zu Gesicht bekommen. Ganz hier hinten am Horizont sieht man auch den Fichtelberg, der höchste Berg Sachsens.
und dort wird auch wahrscheinlich viel mit Wintersport los sein dieses Wochenende. Aber wir mögen es da ein bisschen ruhiger und deswegen sind wir hier allein in den Wäldern unterwegs, wo sich sonst keiner groß hinfährt. Das war doch bestimmt ein Wildschwein. Das ist nämlich auch das Schöne, wenn man mal im Tiefschnee unterwegs ist, wo keine anderen Spuren sind von anderen Spaziergängern oder Autos, dass man da ganz viele Wildtierspuren entdecken kann. An der Birke hat man mal was Interessantes zu sehen, und zwar diese komischen Büschel, die man hier am Stamm und an den Ästen sieht, sind sogenannte Hexenbesen oder Hexenreiser, und das sieht man häufig an Birken oder auch an Buchen teilweise, und da bildet der Baum an den Ästen oder am Stamm immer wieder Neuaustriebe, und das werden dann solche großen buschartigen Geschwüre am Baum. Und hier hat man mal reichlich davon an dieser Birke. Das schadet dem Baum aber nicht, solche Sachen. Man kann da ganz gut mit leben. Wenn solche Geschwüre am Stamm selber auftreten, bilden sich sogenannte Maserknollen. Und aus diesem Holz kann man ganz wunderbare Messergriffe herstellen. Das hat dann eine ganz besondere Struktur. Und so entsteht dieses besondere Holz. Ja, 5 Kilometer haben wir jetzt reichlich geschafft. Klingt erstmal nach nicht viel, aber mit den Schneeschuhen ist das schon mal eine ganz andere Hausnummer. Weil man natürlich trotzdem immer etwas im Schnee einsinkt und immer etwas von dem Pulverschnee auf den Schneeschuhen immer mit hochzieht. Das macht das Ganze für die Beine natürlich immer ein bisschen anstrengender. Aber macht trotzdem wirklich riesen Spaß, vor allem weil man auch dort langkommt, wo man sonst ohne Schneeschuhen natürlich nicht hingelangen würde oder nur mit großen Anstrengungen, und das macht das schon wirklich sehr spannend. So, wir sind jetzt gleich am Ende von unserer Wanderung und somit auch am Ende vom Video. Ich hoffe, ich konnte für euch ein paar schöne Winterbilder einfangen. Ihr hattet ein bisschen Spaß am Video. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen von euch, ein paar Kommentare und einen Daumen hoch, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß draußen. Macht's gut.